Ich möchte nun eine Strategie betrachten, wie man zu dynamischen Modellen für DC-DC-Wandler kommen kann, ohne es herzuleiten. Und das ist das sogenannte PWM-Switch-Modell. Da werden wir später uns angucken, wie man zu diesem Modell kommt. Das wurde 1990 von Voparian entwickelt. Die Idee dabei ist, dass in den meisten DC-DC-Wandlern ein Schalternetzwerk das wesentlich funktionale Element ist, was für die Nichtlinearität verantwortlich ist. Und wenn man es jetzt gelingt, dieses Schalternetzwerk zu ersetzen, das heißt durch irgendein Ersatzschaltbild mit gesteuerten Quellen, dann kann man Methoden der Netzwerkanalysen benutzen, um Modelle zu ermitteln. Wir betrachten mal zunächst den Tiefsetzsteller, Abwärtswandler bzw. Buck-Konverter. Dann hatten wir dort eine Schaltung, Eingangsspannungsquelle, dann ein aktiver Schalter zur Eingangsspannung, eine Diode nach Masse und zum Ausgang hin das LC-Tiefpassfilter. Und dort kann man jetzt feststellen, wir haben hier einen Teil, ein Netzwerk, das ist der rechte Teil mit dem LC-Ausgangsfilter. Der ist eigentlich ein lineares Netzwerk. Und auf der anderen Seite, ich mache mal so einen Block drumherum, haben wir hier dieses Schalternetzwerk, was die eigentliche Nichtlinearität ausmacht. Das heißt, hier wird der Schalter S mit dem Steuersignal D pulsweitenmoduliert ein- und ausgeschaltet und abwechselnd sind jetzt hier Schalter und Diode leitend. Das heißt, wir können sehen, wir haben hier im Prinzip ein Element, wenn wir diesen Kasten betrachten, mit drei Anschlüssen. Die werden in dem Modell von Voparian genannt Active, Passive und Com, diese drei Anschlüsse. Und das Ziel ist, dieses Schalternetzwerk zu ersetzen durch ein Modell, was zumindest für Mittelwerte die gleichen Ergebnisse erzielt. Ähnliches können wir sehen beim Hochsetzsteller bzw. Aufwärtswandler. Dort haben wir Eingangsspannungsquelle, dann eine Induktivität am Eingang und haben auch hier einen Schalter nach Masse, eine Diode und in diesem Fall ein RC-Ausgangsfilter. Und auch hier kann man sozusagen dieses Schalternetzwerk identifizieren. Ich mache wieder einen Rahmen drumherum. Wir haben hier diesen Passive-Anschluss, unten den Active und links den Common-Anschluss. Das heißt auch hier ein Netzwerk aus einem Schalter und einer Diode, die pulsweitenmoduliert angesteuert werden, mit drei Anschlüssen. Wenn wir den Hochtiefsetzsteller zuletzt betrachten, dort haben wir Schalter zur Versorgungsspannung und diese Diode hier zum Ausgang hin. Dann sehen wir auch hier, können wir ein Netzwerk definieren mit den drei Anschlüssen Active, Passive und Com. Und die Idee ist jetzt hier, gibt es nicht die Möglichkeit, das zu ersetzen? Ja, das heißt, wir tatsächlich rein netzwerktechnisch betrachten wir das einfach als irgendein Gebilde mit drei Anschlüssen, das man eventuell durch eine Schaltung ersetzen kann, die ein ähnliches Verhalten zeigt. Das heißt, der Ansatz ist, wir setzen die gesteuerten Quellen ein, ein Netzwerk aus gesteuerten Quellen, das für Mittelwerte, kommen wir später dazu, das Verhalten gleich bleibt. Und zwar das Klemmenverhalten. Und dort ist jetzt der Ansatz, dass man sagt, okay, tatsächlich dieses Netzwerk ist dieses PWM-Switch-Netzwerk. Das heißt, abwechselnd ist entweder der Schalter oder Diode leitend. Ich male das nochmal auf. Das heißt, hier machen wir einen Rahmen. Wir haben drei Anschlüsse. Der aktive Schalter, die Diode, Passive-Anschluss und dann diese dritte Leitung, die zu dem Common-Anschluss geht. Das hier ist jetzt ein Netzwerk, das gesteuert wird über ein Steuersignal, und zwar das Tastverhältnis. Und das ersetzen wir jetzt durch eine Schaltung. Und im ursprünglichen Modell von Voparian wird hier ein sogenannter Gleichstromtransformator, DC-Transformer, eingeführt. Das heißt, man hat da so eine Ersatzschaltung, die sieht aus wie ein Transformator mit dem Übersetzungsverhältnis 1 zu D. Und die drei Anschlüsse sind dann hier der Active, Passive und Common-Anschluss. Und wenn man dieses sozusagen einsetzt in die Schaltung, kann man das so betrachten. Hier geht als Steuersignal, als steuernde Größe das Tastverhältnis rein. Über den Wert des Tastverhältnisses, was jetzt zeitlich veränderlich sein kann, wird hier dynamisch angepasst, wie das Übersetzungsverhältnis des Transformators ist. Und wenn man damit rechnet, kann man das dynamische Verhalten der Schaltung
bestimmen, dass es zumindest für langsam veränderliche Vorgänge, das heißt für gleitende Mittelwerte, dem der Originalschaltung entspricht. Was man beachten muss, ist, dass hier ist ein DC-Transformator, also ein Gleichstromtransformator. Dieser Transformator soll also die Beziehungen haben wie bei einem idealen Transformator, dass Ströme und Spannungen sich wie die Windungszahlen bzw. umgekehrt wie die Windungszahlen verhalten. Aber das soll in diesem Fall auch für Gleichspannung bzw. beliebig langsam veränderliche Wechselspannung gelten. Deswegen ist das sozusagen dieser DC-Transformator. Ich bevorzuge es, das ein bisschen anders darzustellen, und zwar mittels Quellen. Das heißt, man kann diesen Transformator auch anders darstellen. Ich mache das mal so, wie das vielleicht in den ursprünglichen Veröffentlichungen von Vaporeon vorgesehen war. Dort ist eine Stromquelle am Eingang und eine Spannungsquelle am Ausgang. Der untere Anschluss ist hier der Passive, der linke ist wieder der Active und der rechte ist der Common. Und jetzt haben wir hier wieder unsere Steuergröße, mal wieder durch so ein Pfeil D. Und wir haben jetzt hier zwei gesteuerte Quellen. Das heißt, auf der einen Seite werden wir hier einen Strom haben, der ist D mal IC. Und mit IC ist hierbei der Strom gemeint, der aus diesem Common-Anschluss rausfließt. Und auf der anderen Seite haben wir hier eine Spannung. Diese Spannung ist D mal UAP. Das ist die Spannung, die zwischen dem Active und dem Passive-Knoten abfällt. Und so kann man diesen Transformator auch modellieren. Das heißt, man ersetzt das Netzwerk durch diese Zusammenschaltung aus zwei Quellen und kann damit dann zum Beispiel Übertragungsfunktionen bestimmen oder auch das Gleichstromverhalten. Das heißt, das hier wäre ein Modell mit gesteuerten Quellen. Ich, wie gesagt, bevorzuge das hier, weil man damit aus meiner Sicht ein bisschen einfacher rechnen kann. Tatsächlich kann man das noch in einer bisschen anderen Variante darstellen. Ich mache C, eine dritte Variante. Man kann auch die Stromquelle zwischen den Active-Anschluss und den Common-Anschluss machen und die Spannungsquelle zwischen Common und Passive. Dieses Modell hat jetzt den Vorteil, dass hier oben die Knotenregel erhalten bleibt, beziehungsweise dass man das so interpretieren kann: Der Schalter hier oben wird ersetzt durch eine Stromquelle und die Diode wird ersetzt durch eine Spannungsquelle. Das hat Vorteile, wenn man manchmal nämlich andere Schaltungen hat, nicht wie die drei DC-DC-Wandler-Grundschaltungen, und möchte dort die Elemente ersetzen. Dort kann man auch dann nämlich sozusagen, wenn die Bauelemente nicht direkt an einem Knoten zusammen verbunden, nämlich dann dort auch Schalter und Dioden ersetzen durch gesteuerte Quellen. Das heißt, hier haben wir dann hier oben wieder die gesteuerte Quelle D mal IC, wobei IC der hier rausfließende Strom ist. Und wir haben hier die gesteuerte Spannungsquelle D mal UAP, wobei wieder hier die Spannung ausgewertet wird, sozusagen an dieser Eingangsklemme. Und dann kann man damit das Schalternetzwerk ersetzen und damit rechnen. Wie gesagt, das gilt nur für Mittelwerte als Vergleich, weil wir hier nochmal die steuerte Größe reinmachen. Das ist etwas, was man schon kennt aus der Elektronik. Tatsächlich haben wir hier sozusagen ein Bauelement in Anführungszeichen mit drei Anschlüssen, das wir ersetzen durch eine Ersatzschaltung, die dann sozusagen dasselbe Klemmenverhalten haben soll. Ja, das heißt, zum Vergleich, wenn man Transistorschaltungen betrachtet, kann man ja auch Transistoren als nichtlineare Elemente auffassen, die drei Anschlüsse haben, und ersetzt diese durch eine Ersatzschaltung aus gesteuerten Quellen. Das ist also keine komplett neue Idee, die jetzt vielleicht dahinter steckt. Ja, wenn wir so einen NPN-Bipolartransistor betrachten mit Basis, Kollektor und Emitter, dann kann man den hier ja auch für sein Großsignalersatzschaltbild ersetzen zwischen der Basis- und Emitterstrecke durch eine Spannungsquelle plus einen differenziellen Widerstand RBE und zwischen Kollektor und Emitter, wenn er im Verstärkerbetrieb, das heißt im linearen Betriebsbereich arbeitet, durch eine stromgesteuerte Stromquelle, wo der reinfließende Basisstrom hier den Kollektorstrom steuert. Und tatsächlich ist das sozusagen eine ähnliche Idee, die jetzt hinter diesem PWM-Switch-Modell steckt. Das heißt, ein kompliziertes Objekt hier, der Transistor, mit seinem nichtlinearen Klemmverhalten wurde ersetzt durch ein Ersatzschaltbild mit gesteuerten Quellen und linearen Netzwerkelementen, sodass man hier
Schaltungen berechnen konnte. Und das Gleiche machen wir jetzt hier für DC-DC-Wandler, indem wir dieses PWM-Switch-Modell machen. Wir ersetzen so ein Schalternetzwerk aus Schalter und Diode durch ein Netzwerk aus gesteuerten Quellen, hier eine gesteuerte Stromquelle, eine gesteuerte Spannungsquelle, wobei jetzt hier das Steuersignal das Tastverhältnis bzw. eigentlich der Mittelwert des Tastverhältnisses ist, wenn dieses sich zeitlich verändert. Machen wir ein Beispiel zur Anwendung beim Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler. Das heißt, wir gehen aus, ursprüngliche Schaltung, Schalter, Diode und das LC-Ausgangsfilter. Haben also hier unseren Block mit Schalter, Diode und dem Kommenanschluss und wollen jetzt schauen, wie kommen wir zu einem Ersatzschaltbild. Das heißt, wir ersetzen jetzt das, was in dem Block ist, durch diese gesteuerten Quellen. Nehmen wir also dieses Ersatzschaltbild C, was wir dort oben haben, und setzen das einfach ein. Der Schalter wird ersetzt durch diese Stromquelle mit dem Wert D mal IC und die Diode wird ersetzt durch eine Spannungsquelle mit dem Wert D mal UAP. Ja, das sind die Werte, die wir hier oben drin hatten. Jetzt schauen wir, was sind IC und UAP, nachdem wir das vollständig aufgemalt haben. Der Rest der Schaltung bleibt gleich, so wie bei Transistorschaltung, wenn man die berechnet. Wir ersetzen bloß sozusagen das nichtlineare Element durch sein Ersatzschaltbild. Das heißt, LC und Erlast bleiben gleich, genauso wie die Eingangsspannungsquelle UE. Wir haben bloß hier in diesem Kasten das ersetzt und dann sehen wir hier, okay, das D mal IC ist eigentlich nichts anderes als D mal IL, weil der Strom, der hier aus dem Kommenanschluss rausfließt, ist der Strom durch die Induktivität und die Spannungsquelle, die gesteuerte D mal UAP, ist gleich wie D mal UE, weil tatsächlich hier zwischen dem Active und dem Passive-Anschluss die Spannung UE abfällt. Und damit haben wir jetzt sozusagen das Modell, mit dem wir arbeiten könnten. Das heißt, wenn wir das nochmal aufmalen, unser Modell sieht dann wie folgt aus. Für den Tiefsetzsteller Eingangsspannungsquelle, Stromquelle mit dem Wert D mal IL, Spannungsquelle mit dem Wert D mal UE, wobei UE die Eingangsspannung ist. Und hier am Ausgang weiterhin unser LC-Ausgangsfilter mit dem Lastwiderstand. Und jetzt haben wir hier etwas, was mit den Methoden der normalen Netzwerktheorie berechenbar ist. Das heißt, wir haben einfach bloß eine Zusammenschaltung aus Quellen und passiven Bauelementen, wobei wir jetzt allerdings gesteuerte Quellen in diesem Ersatzschaltbild haben. Achtung, das Modell ist nicht linear. Das liegt daran, wir haben eigentlich als Steuergröße die Größe d, die hier extern kommt, und dieses d wird selber eine Zeitfunktion sein, genauso wie UE, UA, IL. Das heißt, wir haben hier gesteuerte Quellen, wo wir Produkte von zwei Zeitfunktionen haben. Das heißt, eigentlich steht hier d von t mal IL von t, hier steht d von t mal UE von t, weil auch die Eingangsspannung kann sich ändern, wenn wir das dynamische Verhalten betrachten wollen. Das heißt, wir haben Multiplikation von Signalen und das ist nun mal eine nichtlineare Systemabbildung. Das heißt, hier in Klammern schreiben d von t mal IL von t beziehungsweise d von t mal UE von t. Nichtsdestotrotz ist das schon mal ein Stück weiter. Wir haben nämlich diese Schaltereigenschaft nämlich dadurch eliminiert. Das heißt, wir haben kein zeitvariantes System mehr. Wir haben zwar ein nichtlineares Modell, aber dieses Modell ist jetzt zeitinvariant. Und jetzt kann man dieses im Prinzip einfach linearisieren, was wir uns später angucken wollen, um dann damit zu arbeiten, zum Beispiel das Kleinsignalverhalten zu betrachten. Aber dieses Modell, dieses nichtlineare Großsignalmodell, reicht zum Beispiel schon aus, um das Gleichstromverhalten der Schaltung zu bestimmen.